Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. 6 Jahre lang ist dort ein Mann Präsident, der die Behörde selbst mit aufgebaut hat. Paul Dickhoff, ein Spitzenbeamter mit scheinbar weißer Weste. Früher war er ein Gegner der Nazis, gibt er zu verstehen. Bis 1971, bis in die Ära Brandt, ist er der oberste Kriminalist der Bundesrepublik. Wer ihn kritisierte oder gar gefährlich werden konnte, dem hat er das nie vergessen. Er war sehr nachtragend und hat solche Leute auch vernichtet. Dickhoff macht nicht nur in der Bundesrepublik Karriere. 1968 wird er außerdem Chef von Interpol. Nun ist es seine Aufgabe, Verbrechen international zu bekämpfen. Innenminister Genscher hat bei der Verabschiedung von Dickhoff gesagt, dass er ein Beispiel für die Polizei in ganz Deutschland sei. Nach Dickhoffs Tod 1973 recherchieren Beamte an einem Nachruf auf den früheren Präsidenten. Was sie finden, verschlägt ihnen die Sprache. Sie entlarven Dickhoff als überzeugten Nazi. Erst jetzt fliegt seine Lebenslüge auf. Dickhoff war nicht nur Mitglied der SS und Spion der Nazis. Kurz vor Kriegsende hat er außerdem die Seite gewechselt und seitdem als Agent für die Amerikaner gearbeitet. Zahlreiche CIA-Dokumente geben Auskunft über Caravelle. Das war Dickhoffs Deckname bei der CIA. Der höchste deutsche Polizist lieferte gegen Bezahlung geheime Interna aus Bonner Regierungskreisen. Vor allem Kanzler Willy Brandt und seine Ostpolitik waren bei den Amerikanern von besonderem Interesse. Dickhoff gab bereitwillig Auskunft. So wie viele andere Nazis im Kalten Krieg. Sie wurden zu willigen Helfern, zu Spionen, weil der amerikanische Geheimdienst sie mit ihrer Vergangenheit erpressen konnte. Die Amerikaner hat sehr selten gestört, dass irgendwelche Leute, die sie brauchten, eine Nähe zu irgendwelchen Massenmördern oder Extremisten oder Terroristen hatten. Es kam immer nur auf die Sache an. Die amerikanischen Geheimdienste bekämpften einen neuen Feind, den Kommunismus, mit Hilfe von Nazis, die als Spione für sie arbeiteten. Es ging ihnen nicht darum, die Täter zu bestrafen. As the Cold War grew hot, als der Kalte Krieg heiß wurde, wurden diese Nazi-Kollaborateure zu Bauern im Schachspiel der westlichen Geheimdienste. Sie wurden für verdeckte Operationen und Ähnliches eingesetzt. Erst jetzt sind viele Geheimdienstakten aus der Zeit des Kalten Krieges zugänglich. Dokumente über Nazis, die als Agenten zu willigen Helfern der CIA wurden. So wie Eugen Steimler. Sein Fall war bislang unbekannt. Der überzeugte Nazi führte Erschießungskommandos in der Sowjetunion an. Eigentlich galt Steimler bei Kriegsende als tot. Er soll unter den Opfern einer Lufthansa-Maschine gewesen sein, die am 20. April 1945 bei Nürnberg abgestürzt ist. Augenzeugen haben die brennende Maschine am Himmel beobachtet. Noch heute ist die Absturzstelle im Wald von Pieskofen zu sehen. Hier haben wir den Trichter vom Absturz. Hier steckt die. Die Anwohner haben damals alles eingesammelt, was sie um das Wrack herum finden konnten. Auch eine Aktentasche war darunter, mit Dokumenten und Ausweisen, auch der von Steimler. Die Tasche wurde in die Ortskommandantur der NSDAP gebracht. Wenige Tage später marschierten die US-Truppen in die Gegend ein. Die Aktentasche wurde vom Geheimdienst der Armee beschlagnahmt. Die Amerikaner suchten nach Nazis, die sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Dabei war jedes Detail, jede Personalie hilfreich. Sie hatten den Verdacht, dass Steimler noch am Leben ist.
CIA-Dokumente über den Inhalt der Aktentasche ermöglichen es heute, den Fall zu rekonstruieren. Mitten im Endkampf um Berlin startet am 20. April 1945 die letzte Maschine der Lufthansa aus Tempelhof. Die Insassen wissen, nach Hitlers Ende ist der Pakt von Russen und Westalliierten nur noch Makulatur. An Bord der Condor befinden sich mehr als 20 Passagiere, darunter einige Männer in Ledermänteln. Der Kapitän sucht den Schutz der Nacht. Das Wetter ist schlecht. Das Flugziel Spanien, mit Tankstopp in München. Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater in der Früh beim Frühstück sagte, da ist der Scheiflieger so nieder drüber geflogen und gerumpelt hat der. Meine Freundin wohnt hier ganz in der Nähe und am Abend flog ein brennendes Flugzeug über ihr Hausdach und die Mutter hat voller Panik die beiden Kinder gepackt und hat sich mit ihnen zu Boden geworfen, weil sie sagte, der Vater ist im Glück gestorben, jetzt sterben wir alle drei zusammen. Die Maschine stürzt in einen Wald. Keiner der Insassen überlebt. Wollten sich ranghohe Nazis mit der Condor nach Spanien absetzen? Wer war an Bord? Der Geheimdienst der Amerikaner fliegt die Tasche mit den Dokumenten bis in die USA. Die Agenten in Washington wissen, zum Kriegsende beginnt nun ein neues Kapitel in der Konfrontation der Mächte. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, werden sie jetzt ehemalige Führungskräfte der Nazis gefügig machen und in den eigenen Dienst stellen. Die Amerikaner haben Erfolg. Ein Täter fällt ihnen in den Unterlagen besonders ins Auge. Ein ehemaliger SS-Standartenführer namens Eugen Steinle. Ihre Recherchen ergeben, der Mann war für Massenmorde in Russland verantwortlich. Die Agenten haben Grund, nicht an seinen Tod zu glauben. Einige Zeugen behaupten, ihn nach dem Absturz gesehen zu haben. Noch einmal befragen sie die Bevölkerung an der Absturzstelle. Steimle ist ein Kriegsverbrecher. Er ist ihnen viel wert. Es war unmöglich, systematisch Nazis als Agenten zu rekrutieren, ohne dabei auch Kriegsverbrecher zu rekrutieren. Sie waren eben beides. Die Amerikaner fahnden in ganz Deutschland nach dem ehemaligen SS-Geheimdienstoffizier Eugen Steimle. Er versteckt sich in seiner Heimat, dem Schwarzwald. Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Im Herbst 1945 sieht er nur noch einen Ausweg. Er stellt sich und wird verhört. Er weiß, er hat nur noch eine Chance. Auspacken. Ein Überläufer, der etwas zu verbergen hat, zum Beispiel Mordtaten, ist erpressbar und ist dadurch ein gefügiges Werkzeug in der Hand seiner neuen Chefs. Steimle kollaboriert. Seine Aussagen und die Dokumente aus der Aktentasche helfen den Amerikanern, das Spionagenetz der Deutschen in Spanien aufzuklären. Es ist das Wissen über Dutzende Nazis, die sich mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nicht abfinden wollen. Die bereits an ihrer nächsten wahnsinnigen Vorstellung arbeiten, dem Vierten Reich. Das Ziel? Ein weltweiter Faschismus. Ihre Aktivitäten können die Amerikaner fortan beobachten und die Akteure in Spanien in ihre Dienste nehmen. Steimle wird nach dem Verhör zum Tode durch den Strang verurteilt und dann überraschend begnadigt. Hat ihn der US-Geheimdienst als Spion verpflichtet und auf das Urteil eingewirkt? Beweisen lässt sich das nicht. Wichtige Akten fehlen, vor allem aus dem US-Verhörzentrum Oberursel. Nazis werden zu Agenten gemacht.
Die US-Geheimdienste wollen noch mehr als Spione verpflichten. Sie wollen auch die Schätze der Nazis in ihren Besitz bringen. Bis zum Kriegsende hält sich bei den Alliierten der Mythos von der uneinnehmbaren Alpenfestung, dem angeblichen Rückzugsgebiet der Nazis. Bis heute sind hier Schatzsucher unterwegs. Sie sind dem verschollenen Nazi-Gold auf der Spur. Doch gibt es von diesen Schätzen überhaupt noch etwas zu finden? Die deutsche Industrie traf gegen Ende des Krieges Vorbereitungen, ihr Kapital vor der Niederlage in Sicherheit zu bringen. Es war sehr gefährlich, so etwas zu besprechen. Andererseits war die Alternative, nach Hitlers Tod alles zu verlieren, noch gefährlicher. Also schmiedeten sie Pläne. Einige liegen uns heute noch als Dokumente vor. So der Plan, das Reich nach Hitlers Tod erneut zu errichten. Auch diese Aktivitäten blieben den alliierten Geheimdiensten nicht verborgen. Sie starteten eine gigantische weltweite Überwachungsaktion. Der Codename? Safe Haven. Sicherer Hafen. Safe Haven war der Name eines US-Regierungsprogramms. Der Zweck war es, von den Nazis geplünderte Werte in Europa aufzuspüren. Werte, die die Nazis in aller Welt anzulegen versuchten für die Zeit nach 1945. Die Amerikaner wussten auch, dass sogar in der Reichskanzlei solche Pläne geschmiedet wurden, auf Befehl von Reichsminister Bormann. Ihnen entging nicht, dass ein Netz von Auslandsfirmen gegründet wurde, um Gelder sicher anzulegen. Ein bevorzugter Standort der Nazis war Monaco. Dort gab es zahllose Briefkastenfirmen, die über Millionen Vermögen verfügten. Eine dieser Firmen war offiziell eine Rundfunkproduktion. Im Aufsichtsrat saß kein Unbekannter, Kurt Georg Kiesinger. Der wurde später Bundeskanzler. Es schadete seiner Karriere nicht, dass er im Dritten Reich für das Außen- und das Propagandaministerium gearbeitet hatte. Agenten der Alliierten berichteten detailliert von den Geldtransfers. Manchmal konnten sie sogar Leute in die Konferenzen einschleusen. Der Kopf dieser Spionageoperation war Alan Dulles, damals US-Agent in der Schweiz, später Chef der CIA. Seine Kenntnis der finanziellen Machenschaften der Nazis wusste er für seine Karriere in Washington einzusetzen. Als die Reichsbank in Berlin im März 1945, kurz vor Kriegsende, bei einem Bombenangriff zerstört wird, liegen Gold und Devisen frei herum. Jetzt greifen die Pläne, die Evakuierung beginnt. Eilig und gründlich. 360 Tonnen Gold, 300 Tonnen Silber und Banknoten werden verladen. Alles wird akribisch erfasst und kontrolliert. Im letzten Augenblick wird der Nazi-Schatz abtransportiert. Die Unterlagen über das Reichsbankgold lagern mehr als 60 Jahre unentdeckt in der Bundesbank. Karl Bernd Esser findet sie dort schließlich. Alles Gold dieser Reichsbank-Zweigstellen, das da war, wurde alles zentral nach Merkers verlagert oder in gewisse Depots in Bayern. Jetzt ist die Stunde der Amerikaner gekommen. Durch die Operation Safe Haven wissen sie genau, wo das Gold in den Alpen lagert. Noch vor den Sowjets sind sie auch in deren Besatzungszone, in der Salzmine Merkers in Thüringen. Das Reichsbankgold deklarieren sie einfach um. Es wird zu Nazi-Raubgold. Auch andere Schätze, die im Stollen lagern, nehmen die Amerikaner einfach mit. Den italienischen Staatsschatz und das Gold der Bank von Böhmen und Mähren. Thank you.
Sind auch die Verstecke in den Alpen längst leergeräumt? Sie können in Bayern mit Sicherheit kein Gold finden. Es gibt da einen Abrechnungsbeleg, was die Reichsbank an Gold versteckt hat in verschiedenen Depots. Diese Depots wurden alle gefunden, hauptsächlich von den Amerikanern. Die fuhren sogar in die sowjetische Zone rüber und haben dort in Merkas, das liegt ja eigentlich in der Ostzone, haben sie dort das Hauptdepot ganz schnell geräumt. Karl Bernd Esser hält das für Diebstahl. Ihren Teil des Marshallplans, des amerikanischen Kredits für den Wiederaufbau in Europa, hätten die Deutschen so gleich zweimal beglichen. Erst mit dem Reichsbankgold und dann auch noch einmal durch die Rückzahlungen mit der D-Mark. Also der Marshallplan ist eigentlich eine gelungene Erfindung von den Amerikanern, wie man Freunde reinlegen kann, ohne dass man es merkt. Also wenn ich Ihnen jetzt 1.000 Euro nehme und Sie merken es nicht, und ich sage dann zu Ihnen, Sie kriegen 1.000 Euro Kredit von mir und dann kriege ich auch noch ein bisschen Zinsen und Sie freuen sich, ah, das ist aber netter, das ist ein netter Zug. Ne? Aber in Wirklichkeit habe ich Ihnen ja vorher die 1.000 Euro geklaut. Nur Sie haben es gar nicht gemerkt. Ihr Wissen und Ihre Schätze nutzen die US-Geheimdienste nicht nur in Deutschland. Auch in Italien rekrutieren sie im Kalten Krieg Faschisten. Sie sollen in ihrem Auftrag den Kommunismus bekämpfen. Seit den 60er Jahren wird Italien von einer Anschlagsserie erschüttert. Hunderte Menschen sterben. Die Taten werden anfangs Linken in die Schuhe geschoben. Doch heute ist bewiesen, dass sie von Rechtsradikalen verübt wurden. Stefano Delle Chiaie ist der Kopf der neuen Rechten. Er wird vielfach wegen terroristischer Vergehen angeklagt, doch nie verurteilt. Unsere politische Position war sehr einfach und ganz klar. Unsere Grundlage war eine historische Erfahrung, für die wir großen Respekt hatten. Und das war der Faschismus. Wir versuchten, die Grundwerte des Faschismus als Herrschaftsform in unserem Umfeld zu verwirklichen. 1970 wollen die Faschisten und ihre Hintermänner in Italien putschen und die linken Parteien ausschalten. Wir wissen, dass die CIA über diese Sache informiert wurde. Am 7. Dezember setzen sich Delle Chiaies Putschisten, die ultrarechte Avanguardia Nazionale und Teile des Militärs in Bewegung. Der staatliche Rundfunk ist ihr erstes Ziel und die Regierungsgebäude. Die Putschisten um Stefano Delle Chiaie glauben, in eigener Sache zu handeln. Doch der Putschversuch wird von ganz anderer Seite gesteuert. Auch wenn Delle Chiaie stolz bis heute die Verantwortung übernimmt. Ich war für den Putsch verantwortlich, moralisch und politisch. Auch wenn ich damals nicht in Italien war. Der Kommandant hat einen perfekten Plan vorbereitet, der zusammengefasst vorsah, vom Verteidigungsministerium aus eine Befehlskette auszulösen. Alles lag fix und fertig vorbereitet im Tresor. Alle militärischen Einheiten wären in Marsch gesetzt worden. Und sie hätten im Handstreich alle strategischen Punkte des Landes besetzt. Der Kampf gegen die Linke hat in Italien eine lange Vorgeschichte. Von Anfang an hatten dabei US-Geheimdienste ihre Hände im Spiel. Ihr Einfluss beginnt mit der Invasion in Sizilien. Alliierte Soldaten kämpfen die Achsenmächte nieder. Einige italienische Truppenverbände aber geben nicht auf und kämpfen auf deutscher Seite weiter, bis 1945. Eine Einheit ist besonders gefürchtet, die Decima Flottiglia Maas, der erste Kampfschwimmerverband der Welt. Ihre wagemutigen Einsätze werden von den Alliierten gefürchtet und bewundert. Der Anführer der Einheit ist Valerio Borghese, der Schwarze Prinz. Die Decima Maas des Prinzen Borghese war wahrscheinlich die am besten ausgebildete und motivierteste Einheit der gesamten faschistischen Republik. Es dauert noch 2 Jahre, bis der Zweite Weltkrieg auch in Italien gewonnen ist. Als die Amerikaner schließlich in Rom einmarschieren, werden sie als Befreier begrüßt.
auch vom Papst. Der teilt mit der Siegermacht die Befürchtung, es könne in Italien einen Linksruck geben. Denn die Kommunisten werden immer stärker. Das Ziel der Amerikaner war es, die Kommunisten von der Macht fernzuhalten und auch jede kommunistische Unterstützung von außen zu verhindern. Der CIA-Agent James Jesus Angleton bereitet einen Putsch vor, für den Fall, dass die Kommunisten die Wahl gewinnen. Angleton hatte sehr gute Beziehungen, beste Verbindungen in Italien. Er sprach Italienisch, auch mit dem Vatikan, der damals und vielleicht sogar heute den effizientesten Geheimdienst der Welt besitzt. Angleton und Borghese wurden gute Freunde. Borghese kam aus der faschistischen Bewegung und gründete die Fronte Nazionale, um die unterschiedlichen rechten Strömungen zu bündeln. Das diente alles dazu, einen Linksruck in Italien zu verhindern. Denn die Linke wurde in Italien immer stärker. Um gegen die kommunistische Partei zu kämpfen, heuerte die CIA Borghese an. Die Kommunisten sind Borgheses Todfeinde. Bei Kriegsende hätten sie ihn fast umgebracht. Angleton gelang es, die US-Regierung davon zu überzeugen, dass die Wahlen 1948 zu einer kommunistischen Regierung in Italien führen würden. Deswegen sollten die Amerikaner Millionen Dollar aufbringen, um die Wahlen zu beeinflussen und vor allem die linken Kandidaten dieser Wahl zu bekämpfen. Jetzt zahlt sich die Operation Safe Haven aus. Die Amerikaner nutzen beschlagnahmtes Raubgut der Nazis. Angleton finanziert damit seine Operationen gegen Italiens Kommunisten. An die Opfer oder ihre Angehörigen werden die Werte nie zurückfließen. Das Geld gehörte oft ursprünglich europäischen Juden. Es war Nazi-Raubgeld. Es stammte nämlich aus dem sogenannten Außenhandelsstabilisierungsfonds, der Teil der Wirtschaftsblockade Nazi-Deutschlands war. Es waren beschlagnahmte Kapitalwerte der Nazis. Angleton baut auch eine Partisanenarmee auf. Originalaufnahmen von der Ausbildung, selten gezeigt. Unter den Partisanen sind viele kampferprobte Faschisten aus Borgheses Kampfschwimmerverband. Gladio, so der Name der Einheit, untersteht ausschließlich der CIA. Falls sich Italien in einer demokratischen Wahl für den Sozialismus entschieden hätte, wären bezahlte, ideologisch geschulte und kampfbereite Elemente in Aktion getreten, die gegen die gewählte Regierung geputscht hätten. Doch Gladio kommt nicht zum Einsatz. Die Kommunisten verlieren die erste Wahl nach dem Krieg. Die Stimmung kocht hoch. Die Sowjets müssen akzeptieren, dass Italien jetzt zum Machtbereich der USA gehört. Für alle, die einen dritten Weg gehen wollen, wird der Begriff Yalta zur Bürde. Yalta bedeutet, dass die Siegermächte dort ein Abkommen unterschrieben haben. Genauer gesagt waren es Russland, Großbritannien und die USA, indem sie die Welt untereinander in zukünftige Einflusszonen aufgeteilt haben, vor allem aber Europa. Das Abkommen galt unverändert bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, also bis zum Mauerfall. Yalta bedeutet in Italien, unter dem Einfluss der USA zu stehen. Es ist klar, wenn es um ihre politischen und strategischen Interessen geht, werden die Amerikaner durchgreifen. Eine dritte Kraft zwischen den Blöcken werden sie nicht zulassen. In der Welt nach Yalta, in der man sich an die Blockgrenzen exakt hielt, hat die jeweilige Hegemonialmacht dann alle Aufstände niedergeschlagen. Das gilt für Ungarn 1956, für den 17. Juni 1953 in Berlin und für alle anderen Revolten. Und der Terrorismus in Italien und Deutschland diente letztlich nur einem Zweck, den politischen Status quo zu stabilisieren. So auch der Mord am italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro 1978.
Er wurde von den Roten Brigaden entführt und erschossen. Zahlreiche Agenten und Geheimdienste waren in diesen Fall verstrickt. Daher steht für viele Italiener fest, Moro musste sterben, weil er einen dritten Weg gehen wollte, nicht den von Yalta. Auch beim Putschversuch 1970 sind andere Kräfte im Spiel. Borghese und Delle Chiaie sind dabei nur Marionetten. Wir wissen von einem Telefonat, das mit Borghese zwischen 1 und 2 Uhr nachts geführt wurde. So wurde der Putsch gestoppt. Es ist auch bekannt, dass Borghese mit einem hohen Politiker telefoniert hat. In seinem Tagebuch behauptet Borghese, dass er von Bernabei, einem Vertrauten Andreottis, angerufen wurde, in dessen Auftrag er handelte. Und Andreotti war damals der Statthalter der Amerikaner. Die eigentlichen Drahtzieher sind ranghohe italienische Persönlichkeiten. Der Politiker Giulio Andreotti, später 7-mal Ministerpräsident. Und Licio Gelli, Chef der einflussreichen Freimaurerloge P2. Gelli ist seit dem Weltkrieg Agent der Amerikaner. Sie haben dann alle möglichen Lügen verbreitet. Wir reden jetzt über Gelli, der den Putsch abgeblasen hat. Wir reden über Andreotti, der hinter ihm stand und der wichtige Tatsachen vorenthielt. Zum Beispiel, dass sein Freund, Staatsanwalt beim Putschprozess gegen Borghese, also Andreottis Strohmann, für mich und meine Kameraden 28 Jahre Gefängnis beantragt hatte. Also vor solchen Freunden muss man sich in Acht nehmen. Die Vorherrschaft der USA wurde während des Putschversuchs offensichtlich auch militärisch demonstriert. Die 6. US-Flotte soll kurz zuvor in den Alarmzustand versetzt worden sein. Gelli und Andreotti haben sich den Amerikanern als einflussreiche Persönlichkeiten präsentiert. Sie sind in der Lage, Kräfte zu mobilisieren und sie zurückzupfeifen. Eine Machtdemonstration, die CIA beeindrucken soll. Faschisten wie Borghese und Delle Chiaie müssen untertauchen. Südamerika ist der geeignete Ort. Dort verbünden sie sich mit Diktatoren und greifen nach der Macht. Es ist klar, dass wir unsere Weltanschauung, unsere Überzeugungen auch dort verwirklichen wollten. Unser Kampf für den Faschismus fiel in Lateinamerika auf fruchtbareren Boden als anderswo. Übrigens besaßen viele Parteien in Lateinamerika faschistische und nationalsozialistische Wurzeln. Chile passt allerdings nicht in das Weltbild der Faschisten. Dort ist 1971 der Sozialist Salvador Allende gewählt worden. Allende hat begeisterte Anhänger. Seine marxistische Politik viele Feinde, auch in den USA. Die Vereinigten Staaten betrachteten das als ernste Bedrohung. Wenn es eine friedliche Revolution gegeben hätte, wäre die ideologische Vorherrschaft der USA in Südamerika in Gefahr gewesen. Im Auftrag von US-Außenminister Kissinger wird die CIA in Chile aktiv. Der überzeugte Antikommunist will sich nicht darauf verlassen, dass Allende die nächste Wahl verliert. General Pinochet putscht sich im September 1973 an die Macht. Italienische Faschisten unterstützen ihn. Die Amerikaner lassen sie gewähren. Beide Seiten haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen den Kommunismus auslöschen. Wir hatten Kontakte mit den chilenischen Kameraden schon vor dem Putsch in Chile. Im Jahr 1974 war ich mit dem Kommandante Borghese in Santiago. Und wir trafen uns mit Präsident Pinochet und begannen eine enge Zusammenarbeit. Als wir in Chile ankamen, wurden wir direkt von Präsident Pinochet begrüßt. 1975 versammeln sich die Faschisten bei der Beerdigung eines gemeinsamen Gesinnungsfreundes in Madrid. Diktator Francesco Franco ist gestorben. Hier wird die Zusammenarbeit zwischen italienischen Faschisten und dem chilenischen Geheimdienst DINA besiegelt. Und es werden Terrorpläne geschmiedet. Rädersführer ist ein Bekannter, Stefano Delle Chiaie.
Es ist ein erstes Treffen der Kollaborateure. Weitere folgen. Pinochet höchstpersönlich trifft sich mit diesen Terroristen, die gerade einen Mord begangen haben. Der chilenische Geheimdienstchef ist dabei. Es ist ein rechtsradikales Klassentreffen. Offenbar bekommt Stefano Delle Chiaie bei diesem Treffen die Erlaubnis, ein Hauptquartier in Chile zu errichten. Und die Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst DINA beginnt. Eine Serie von Mordanschlägen folgt. Auch auf Allende's früheren Außenminister Orlando Letelier in Washington. Den USA geht der Terror im eigenen Land zu weit. Sie weisen Pinochet in die Schranken. Die südamerikanischen Regierungen hielten die USA daraufhin für verweichlicht, unfähig, der kommunistischen Bedrohung Herr zu werden. Sie planten, die Führung im Kampf gegen den Weltkommunismus zu übernehmen. Diese Pläne waren schwindelerregend. Sie nannten das den Dritten Weltkrieg. Pinochets Junta bereitet sich auf diesen Krieg vor. Dazu gehörte der Wunsch, Atomwaffen zu besitzen. Dazu gehörte die Produktion biologischer Waffen. Und es sind auch Gefangene in Chile damit probeweise umgebracht worden. Und die Produktion von Giftgasen, Sarin und Senfgas. Das Forschungslabor für die menschenverachtenden Versuche ist die Colonia Dignidad. In dem bizarren Anwesen werden die Pläne verwirklicht. Nach dem Militärputsch 1973 wurde die Colonia Dignidad zum Folterlager, zum Ausbildungslager des Geheimdienstes DINA mit einer Folterschule, zum Waffenschmuggelzentrum, zum Zentrum alternativer Waffenproduktion und zu einem Kommunikationszentrum des Geheimdienstes DINA zum Ausland. Dieser Teil der Colonia Dignidad ist durch einen Todesstreifen abgeriegelt. Die unterirdischen Folterkammern sind gut versteckt. Nach außen soll alles aussehen wie eine Musterfarm. Wer will, kann sich von der Kulisse täuschen lassen. Sono rimasto impressionato dalla struttura di questa tanto che mi aveva. Ich bin beeindruckt gewesen von dem Anwesen. Weil es mich in gewisser Weise. Ich bin offensichtlich ein Träumer und habe immer davon geträumt, so ein Zentrum aufzubauen. Für meine Kameraden. Damit sie ab und zu die Möglichkeit hätten, sich kurz mal zu entspannen von ihren Kämpfen. Sowas hatte ich im Kopf. Doch die Colonia Dignidad ist nicht nur ein Erholungszentrum für Altnazis. Auf dem Gelände werden Bio- und Chemiewaffen hergestellt und an Gefangenen getestet. Die Mitarbeiter des chilenischen Geheimdienstes brauchen Gifte, die töten, ohne dass man sie nachweisen kann. Es gibt eine Liste nachgewiesener Fälle, bei denen Menschen mit Giftgas, Sarin, ermordet wurden. Auch ein deutscher Arzt laboriert in der Colonia Dignidad mit tödlichen Substanzen. Der Arzt der Colonia Dignidad, Hartmut Topp, der vor der chilenischen Justiz nach Krefeld geflohen ist, hatte eine Giftküche in diesem Siedlungsgelände, das aus ungefähr 400 Giftstoffen bestand. Darunter Gifte zum Einatmen, Gifte, die getötet haben bei Berührung, Gifte, die getötet haben, wenn man sie mit der Nahrung einnahm. Es war ein wildes Arsenal und niemand weiß ganz genau, wer diesen Vergiftungen schon zum Opfer gefallen ist. Die Nazis des Kalten Krieges unterstützen nicht nur Pinochet, sondern auch andere Diktatoren in Südamerika. Die CIA deckt ihre Verbrechen. . 1980 putscht sich das Militär in Bolivien an die Macht. Es ist der sogenannte Kokainputsch. Jetzt beherrscht die Mafia unter General García Mesa den Andenstaat.
Der Drahtzieher ist ein Deutscher. Der Nazi-Verbrecher Klaus Barbie. Ein faschistischer Weggefährte kommt in Schwärmen. Ich habe ihn in Bolivien kennengelernt. Er ist eine großartige Persönlichkeit. Hohe Intelligenz, immense Fähigkeiten. Ein Ehrenmann. Klaus Barbie wurde als Schlächter von Lyon bekannt. Gegen die Widerstandskämpfer der Résistance, die sich im Zweiten Weltkrieg gegen die deutschen Besatzer wehrten, griff er brutal und sadistisch durch. Nach dem Krieg heuerte Barbie beim amerikanischen Geheimdienst an. Es gab verschiedene Arten, wie hohe SS-Offiziere den Krieg überlebten. Aber es gab eine Gemeinsamkeit. Ich nenne es Geheimdienstunternehmertum. Sie nutzten Informationen, die sie in die Hände bekamen, und versuchten damit, einen westlichen Geheimdienst zu überzeugen, in sie zu investieren. Klaus Barbie war für die Amerikaner ein wertvoller Agent. Mit seinem Wissen über Kommunisten in der Resistance hatte er sich freigekauft. Die Amerikaner haben eigentlich alles dran gesetzt, dass die Resistance-Leute nicht nach dem Krieg zur Macht kommen konnten. Und Barbie war für sie wichtig, weil er das Kollaborationsnetz, das mit den Deutschen in der besetzten Zone zusammengearbeitet hat und auch in Vichy, was er das in der Hand hatte. Das konnte er den Amerikanern überbringen. Insofern war das außerordentlich wertvoll. Er konnte auch die Erpressbarkeit der ganzen französischen politischen Szene natürlich in erheblichem Umfang durchschauen. Die Amerikaner verstecken Barbie und andere Kriegsverbrecher erst in Deutschland, dann in Südamerika. Sie verstanden sich auf die blutigen Aspekte der Geheimdienstarbeit. Sie beherrschten den Kolonialkrieg. Ihre Mentalität war für den Kolonialkrieg gut geeignet, weil sie sich schlussendlich für Übermenschen hielten, überlegen fühlten. Und sie waren deswegen bereit, viele Menschen zu töten, die sie für rassisch oder ethnisch minderwertig hielten. Barbie wird schließlich Geheimdienstberater in Südamerika. In den Andenstaaten beginnt damals die Operation Condor. Die amerikanische Operation Condor war eine Allianz mehrerer Geheimdienste und Staaten, die von faschistischen oder rechtsextremen Parteien geführt wurden. Sie waren bekannt für das Verschwindenlassen von Gegnern, für Folter und Mord und so weiter. Und diesen Regierungen passte der Geheimagent Klaus Barbie sehr gut ins Konzept. For their operations. In den Bündnisstaaten der Operation werden insgesamt 50.000 Menschen ermordet. Wieder deckt die CIA die Vorgänge und schützt die Täter. I call it the red light, green light. Ich nenne das die rote Ampel, grüne Ampel-Methode. In der Öffentlichkeit verteidigten die USA die Menschenrechte. Aber hinter verschlossenen Türen sagten sie diesen Regierungen, dass es okay wäre, sie sollten weitermachen, bis sie die Linken besiegt hätten. Als treibende Kraft hinter dieser Politik gilt Außenminister Henry Kissinger. Er gerät immer mehr in die Kritik. Kissinger soll später wegen Menschenrechtsverletzungen in Frankreich und Chile vor Gericht aussagen. In Uruguay wird 2007 sogar seine Auslieferung beantragt. Langsam wird klar, dass er die Operation Condor deckt, die Verbrechen der Todesschwadronen. Wieder ist ein bekannter Nazi unter ihnen. Stefano Delle Chiaie führt in Bolivien eine Söldnertruppe an. Diese Verlobten des Todes, wie sie hießen, haben diese Kokainmafia, die in Bolivien geputscht hat, unterstützt und nachher auch ihren Vorteil davon gehabt. Und die sind durch viele Länder Lateinamerikas gezogen und haben überall da Konterrevolutionen gemacht, Leute ermordet, gefoltert und ihren Reibach dabei gemacht. Die Verlobten des Todes finanzieren sich durch eine Branche, die weltweit mit Geheimdiensten verfilzt ist, den Kokainhandel. Für die Agenten ist der Drogenhandel eine ideale Geldquelle. Alles ist streng geheim und die Beteiligten sind erpressbar.
Der Krieg gegen die Drogen ist im Grunde genommen eine Täuschungsoperation gegenüber der Öffentlichkeit. Der eigentliche Drogenhandel, der erfolgreich ist, privilegiert. Das ist natürlich die Leute, die privilegiert werden von einem Geheimdienst, zu sagen, das sind unsere Männer, denen darf nicht das Handwerk gelegt werden, dass die im Grunde genommen völlig ohne jede Gefahr Salatköpfe bauen können und die für einen irrsinnigen Preis letztlich in Amerika, in Europa, wo auch immer verkaufen können. Also eine unglaubliche Gewinnspanne. Und entlang dieser Gewinnspanne wird abgeschöpft das, was für die Geheimdienste notwendig ist und womit alle möglichen Operationen bezahlt werden. Klaus Barbie perfektioniert in Bolivien den Handel mit Kokain. Und noch mehr. Barbie hat dort die Unterdrückung systematisiert. Also einfach das System der Schläge, der Brutalität abgeschafft, die systematische Folter eingeführt und das organisierte Gefängniswesen eingeführt. Das ist ihm am Schluss zum Verhängnis geworden, denn dadurch wurde man auf ihn aufmerksam und dann wurde er ausgeliefert. Im Mai 1987 wird Klaus Barbie in Lyon zu lebenslanger Haft verurteilt, 4 Jahre nach seiner Auslieferung. Noch im Gerichtssaal verhöhnt er seine Opfer. Er stirbt 1991 im Gefängnis. Nur wenige Nazis werden verurteilt. Die führenden Politiker der Bundesrepublik vertrauen Paul Dickkopf, dem langjährigen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, bis zu seinem Tod. Bereits kurz vor Kriegsende hat der SS-Mann und Nazi-Spion Dickkopf bei den Amerikanern angeheuert. Er hat natürlich irgendwann gesehen, dass es in Deutschland zu Ende geht. Und er hat dann sein Fähnchen in den Wind gehängt und hat ihm gesagt, ab sofort mit den anderen. Dabei hilft ihm sein Freund François Genoux, ebenfalls ein Nazi-Agent. Sie kennen sich aus der Schweiz, haben dort sogar zusammen gewohnt. Genoux war ein großer Banker, gleichzeitig ein großer Anhänger des Nationalsozialismus und Hitler. Und vermutlich war er derjenige, der in großem Umfang Nazi- und SS-Vermögen über die Wende von 1945 hinaus gerettet hat. Genoux hat Goebbels Tagebücher verlegt und damit viel Geld gemacht. Er finanziert damit die Verteidigung von Adolf Eichmann und von Klaus Barbie. Er ist außerdem ein Freund und der Finanzier des Terroristen Carlos und des palästinensischen Terroristen und KGB-Agenten Wadi Haddad. Der ist für viele brutale Anschläge verantwortlich. Doch seine Verbindungen schaden Dickkopfs Karriere nicht. Im Gegenteil, die CIA und ihr Chef Dulles helfen ihm nach oben. Zunächst einmal hat ja ganz sicher auch diese Verbindung zu dem amerikanischen Geheimdienst eine Rolle gespielt, dass er trotz eines SS-Dienstgrades eingestellt wurde, zunächst im Bundesinnenministerium, dann eben Abteilungsleiter im BKA geworden ist. Und ich denke, dass diese Förderung ja auch schon, das ist aber jetzt eine Interpretation von mir, auch schon ein Ziel hatte seitens des Geheimdienstes CIA, dass man ihn auch in eine solche Funktion lancieren wollte. Dickkopf hat der CIA Auskunft über die deutsche Politik gegeben. Besonders aber wohl über Willy Brandt. Der BKA-Präsident hatte in vertraulichen Gesprächen Zugang zu hochbrisanten Informationen über dessen Ostpolitik. Es waren Interne einer Regierung, deren Entspannungspolitik in den USA mit Misstrauen beobachtet wurde. Wie viel wusste Paul Dickkopf wirklich? Er hat auch teilgenommen an Besprechungen im Ministerium und auf der Ebene der Politik und was er da alles verraten hat, was auch die Souveränität der Bundesrepublik wesentlich beeinträchtigt, das kann man nicht beantworten. Dickkopf liefert Einblick in die höchsten Ebenen der deutschen Regierung, in die Sicherheitspolitik und die Geheimdienste.
Top-Informationen aus dem Sicherheitsapparat eines fremden Landes. In den CIA-Akten wird Dickkopf als unilateraler Agent bezeichnet, als einer, der ausschließlich für eine Seite arbeitet. War Dickkopf schlicht und einfach ein Verräter? Habe ich ein Problem mit diesem Wort Verräter bei Dickkopf, weil für Dickkopf war das der normale Alltag. Er war den einen verpflichtet und er war den anderen verpflichtet. Es war sicherlich auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern. Wie sehr hat Dickkopf Deutschland geschadet? Sein Freund Genou hilft 1972 bei der Entführung eines Lufthansa-Jets. Die spült 15 Millionen Mark Lösegeld in die palästinensischen Kassen. Geld, das für weitere Terroroperationen verwendet wird. Genou finanziert auch das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972. Aus den fröhlichen Spielen, die Deutschland weltweit Ansehen verschaffen sollen, wird eine der größten Katastrophen der Bundesrepublik. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit sterben 11 israelische Sportler. Genou wiederum hängt ganz eng mit den Nahost-Terrorkreisen zusammen, die wiederum aber mit dem Mossad zusammenarbeiten. Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Struktur. Als Chef von Interpol soll Dickkopf solche Terroristen bekämpfen, die sein Freund Genou finanziert. Während seiner Amtszeit werden immer mehr Anschläge verübt und Maschinen entführt. Dickkopf betont, Interpol sei machtlos. Sie wissen, dass wir die Sperre des Artikel 3 in unseren Statuten haben, die uns das direkte Eingreifen von der Organisation her nicht erlaubt. Aber gerade das sollte bewirken, dass die Länder untereinander viel stärker ihre Nachrichten austauschen. Das bedeutet doch, wenn Interpol nicht eingreifen kann, dass nicht Länder bilateral sehr wohl etwas tun können. Bilateral und multilateral. Sie können alles tun, nur nicht den Weg der Interpol nehmen. In derselben Zeit, wo in einem Jahr 15 Flugzeuge entführt worden sind, später sind sogar, ich glaube, 30 oder noch mehr Flugzeuge pro Jahr entführt worden, das war mal so eine Technik, in derselben Zeit entscheidet sich die westliche Staatenwelt, dass die Aufklärung von Terror nicht zur Aufgabe von Interpol gehört. Das ist ja auch ungeheuerlich. Also da sitzt ein Mann, Dickkopf, in Verbindung mit Genou, den er auch dauernd trifft. Genou finanziert die Leute, die ein Flugzeug entführen. Und Interpol erklärt gleichzeitig, es ist nicht unsere Aufgabe. Wusste die CIA von Dickkopfs Verbindungen zu Genou? Dokumente beweisen das heute. Dickkopf selbst hat die CIA darüber informiert, dass er ihn bereits seit dem Zweiten Weltkrieg kannte. Darüber, was die CIA von Dickkopf und anderen Nazis erfahren hat, steht in den freigegebenen Akten aus Washington allerdings nichts. Die CIA versuchte bewusst und gezielt mit einer Kampagne, die von der Rechtsabteilung gesteuert wurde, die Freigabe dieser Akten so weit wie irgend möglich zu verhindern. Ganz besonders galt das für Akten, die Auskunft über die Beziehung von Spitzeln und Agenten zur CIA gaben. Und genau darum geht es doch. Christopher Simpson war Mitglied der Kommission, die mit der CIA über die Freigabe der Nazi-Akten verhandelte. Seine Erfahrungen sind ernüchternd. Eine der wichtigsten Kategorien, die davon betroffen sind, heißt Informationen über ausländische Regierungen. Das sind Informationen, die sie legal oder illegal über die Regierungsangelegenheiten eines anderen Staates erworben haben. Solche Informationen gibt es in einigen Akten. In der Dickkopf-Akte, der Klaus-Barbie-Akte, das wissen die wenigsten. Das heißt, es gibt immer noch Akten, die nicht freigegeben worden sind. Dickkopf
Diese restriktive Politik verhindert, dass Historiker und Journalisten wichtige Spionageoperationen der CIA aufklären können. CIA ist ein Weltdienst mit einem ungeheuren Etat, mit unglaublichen Möglichkeiten, gerade weil sie auch den Drogenhandel als Finanzierung mit einbeziehen. Und der spielt auf der Klaviatur aller möglichen Länder. In allen europäischen Ländern spielt das eine Rolle. Einflussnahme auf die Politik, Einflussnahme auf die Feindbildlage, Einflussnahme auf die Einschätzung der Bevölkerung, psychologische Kriegführung. All das spielt eine Rolle. Und wenn ich da jemanden zur Verfügung habe, dann kann ich sozusagen eine Demokratie steuern, wie die italienische Demokratie gesteuert worden ist und wie möglicherweise auch bei uns Einfluss genommen worden ist auf bestimmte politische Prozesse. Ein Geheimdienst ist kein Gesangsverein. Viele Operationen der Geheimdienste, bei denen Kriegsverbrecher und Faschisten zu Kollaborateuren gemacht wurden, werden bis heute der öffentlichen Kontrolle entzogen.